Kein Risiko. Hat's noch was am Zelt gehabt, oder wie? AKS, oder willst du lieber den AKS Cobra nehmen? Nee, um Gottes Willen, Alter, wenn die Fall 8000 Schaden macht, brauche ich einen Schuss für so ein Vieh. Übel ernsthaft, so. Und die hat auch noch so ein geiles, Visier, wo dann die Gegner siehst. Für die Secondary, für die Secondary, ah, die so ein Helligkeit-Ding ins Visier. Ja. Alter, du hast echt hart cheatet, Alter. Also nicht cheat, aber richtig Bam-Waffe, Alter, denk mir Marsch. Ist es ein, zielt die hart, also ist es ein krasses Zoom-Verhältnis? Zoomt die weit ran? Warte mal. Also wenn du halt einfach zielst. Relativ weit. Okay, nee, aber dann können wir gleich mal nämlich die Lage checken, ob irgendwie jemand ist da hinten, ne? Kannst du gucken. Das Übel fährt, dann bist du nämlich so Nahkämpfer mit einem MG und ich snack die da so vor Schuss. Ich finde, man sollte auch noch so ein bisschen Rüstung finden und sowas, oder? Ja, das wäre also geil. Also nicht so einer Freundenspieler machen, so, ja, ich habe jetzt eine, keine Ahnung, Titanrüstung oder so ein Scheißdreck, sondern halt einfach so ein bisschen, keine Ahnung, so, wie du es halt einfach hattest, ne? Du hattest ja auch so irgendein Panzer, ein bisschen was, ne? So, die Leute waren auch ein bisschen geschützt und sind nicht nur in Hemd und Hose daraus gegangen. Aber weißt du, was ist irgendwie noch. Hat mein Spiel hat sich minimiert. Was noch? Was noch das Nonplusultra wäre? Auto. Ja, erstens das und noch eine gesilenzte Pistole. Ja, das ist natürlich. Ja, gut, also ganz ehrlich, von der Markov da, das ist jetzt auch das nächste, was von der ich eigentlich weg will. Ja. Weil die Markov, die siehst du ja, wie wenig die Schaden eigentlich die auch machen, ne? Ja, aber ich finde die Markov ist eigentlich voll gut. Dafür, aber ich meine, Markov benutzt eigentlich auch hauptsächlich gerne für Zombies und für die reicht sie auch, wenn du einen Headshot machst. Ja. Aber trotzdem, so eine gesilenced ist halt nochmal ein Stückchen. Oh ja. Und diese ganze Action, was wir hier gerade machen, machen wir eigentlich immer nachts, weil da musst du nicht extrem vorsichtig sein. Und ja, das ist eigentlich immer ganz praktisch, aber ganz ehrlich, so passt es ja auch. Nur hier wird er langsam drüber crouchen. Der Zombie da hinten, rechts von uns, der. Ja, das passt. Und der links von uns, das passt eigentlich auch noch. Sobald wir auf der Wiese sind, kann man wieder schnell crouchen. Dann ein bisschen. Ja, nein, erstmal geradeaus. Also erstmal gerade halten. Die Position. So, dann hoffen wir einfach mal, dass das noch eine Helikopterabschussstelle ist. Für ein bisschen Muni. Alter, ganz ehrlich, ich brauche nur ein bisschen Muni und dann bin ich echt perfekt ausgerüstet. Da habe ich echt nichts zu meckern. Weil du weißt, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber MG ist einfach meine Lieblings. Mein Lieblingswaffentyp einfach in der Serie. Nicht nur, weil es extrem viel Damage macht, sondern weil es einfach hammerfett ist, mit so einem Ding auch Zombies zu killen, weißt du? Das ist echt hammer geil. Oh, Alter, das freut mich jetzt gerade. Ja, das ist schön. Ich finde irgendwie vor allem das Krasse ist. Alter, hat sich schon wieder minimiert. Leck mich doch mal. Ja, wahrscheinlich irgendwie, weil du halt Dings drückst, oder? Hier, Nee, mein Antivirenprogramm ploppt die ganze Zeit auf. Ach so. Von wegen allem krass, updaten, dass wir bei die Waffen den meisten Schaden haben. Außer ist halt von Snipern oder so. Ja, okay, ja. Aber halt, ja gut. Es gibt auch noch MGs, die noch mehr Schaden machen. Aber trotzdem, ich bin sehr zufrieden. Ich meine 8000 Blut, also ich brauche nur 2 Schüsse auf den Tipp, dann ist der down, hallo? Und das Geile ist, ich habe auch dieses erotische Visier. Oh ja. Und dann hat eh keiner. Den du jetzt gleich mal übrigens gucken kannst. Oder ja, ein bisschen noch crouchen und dann kannst du gleich mal gucken. Ungefähr von hier, wo ich jetzt bin, da kannst du mal gucken. Das ist irgendwie voll die Hybridwaffe, Alter. Mal noch halb ein Sniper, so halb. Halb Muschi. Ganz echt, der Nebel, der ist schon ein bisschen scheiße. Ich sehe in der Ferne auch keine Zombies, das kann vielleicht sogar sein, dass hier überhaupt gar keiner ist. Hier steht ein Auto mitten auf dem Ding. Mitten auf dem Airfield steht da hinten ein Auto, da wo ich gerade hingucke. Aber das Auto sieht aus, mit dem ich fahren kann. Da ist kein Zombie weit und breit, Alter. Übel, gell? Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann, ich weiß, es ist schon weit, schon bald, dass in der Winternacht so kalt. Da hinten rennt ein Zombie. Der hat es jetzt nicht ernsthaft gesehen, oder? Nicht schießen mit deiner Waffe. Mach's mit der Marke auf. Wurde geschlagen. Lol. Jetzt schon? Da kommt ja noch einer. Da wollen wir vielleicht ein bisschen weiterlaufen noch. Ja. Wird geschlagen, sorry, ich muss. Oh.
Alter. Ganz ehrlich jetzt. Alter. Oh, ein dritter noch. Lauf. Okay, der eine ist down, ist noch der andere. Headshot, komm. Headshot geht. Headshot down. Okay, down. Alter. Okay, kaputt. Doch, hier habe ich noch zwei Macker auf meiner Zähne, Alter. Echt? Brauchst du welche? Ich hab noch welche, jede Menge. BZW, ich hab noch... In meinem Rucksack habe ich noch welche. Ja, Stück. Ich hab auch noch zwei. Ich jetzt nur noch... Warte, ich muss auch noch kurz rüber switchen. Alter. Ganz ehrlich, das hat mich schon wieder fertig gemacht, Alter. Aber wir haben ganz gut reagiert. Trink mal kurz einen Schluck. Ich möchte mir wild losgeballert. Scheiße, ich hab doch keine mehr. Ich hab nur noch zwei in meinem Inventar. Ja, du hast 100 Schuss in deinem MG jetzt. Bleib ja, mal ruhig, Kollege Digga. Ganz ehrlich, jetzt kommt ein so ein Fakt-Zombie. Da wir one-hitten die beiden mit unseren Waffen. Ganz ehrlich, warte mal. Fühlst du mir eine Blatt? Also, es ist so, mein Blatt ist jetzt hell-orange. Okay? An sich kein Problem. Aber es ist halt jetzt die Möglichkeit, dass mich Zombies, glaube ich, down schlagen können. Also mit einem Schluss ohnmächtig. Und wir haben ja eigentlich Bloodbags wieder dabei. Brauchst du auch eine? Nee. Wenn du eine im Inventar hast, dann einfach ein bisschen scrollen und dann... Ich tu mal eine kurz in mein Inventar. Ja. Du brauchst keine? Nee. Okay. Nee, weil der Scheiß ist halt, weißt du, wenn ich halt jetzt einen Zombie anhitte, dann kannst du halt wirklich halt ja auf dem Boden liegen und dann halt, wenn du dann blutest. Ja, komm, Scheiße, dann gib mir auch noch eine. Wir gehen danach einfach nochmal ins Krankenhaus, dann hat sich das. Ja, vor allem, weil wir eigentlich auch relativ viel dabei haben. Wenn wir zu zweit sind, dann passt es schon. Und ich meine, ja. Das einzig Negative an dem Visier ist, es braucht eine Weile, bis du alles gescheit siehst. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache jetzt. Guck mal, wie viel Augen man hat, wenn man da drüber läuft, Alter. Aber ich muss trotzdem sagen, das Visier rockt. Oh ja. Guck mal, hinten siehst du das Auto, wo da hinten ist? Ja, oder? Kann man das reparieren? Ich weiß es nicht, also ich glaube nämlich nicht. Das war nämlich so ein Auto, das ich vorher gesehen habe, neben dem auch der GPS lag. Mit ein bisschen Glück liegt daneben ja auch ein GPS für dich vielleicht. Aber das ist neu, dass solche Autos da so rumstehen. Genau wie die Autos, wo auf der Wiese da rumstehen, ne, wo ich vorher gemeint habe. Das ist auch neu. Das ist ja einfach so Autos da so rumstehen, ne, weißt du Bescheid. Also, glaube ich zumindest. Also, ich habe es nämlich noch nie so gesehen. Als alter Daisy-Sealer. Halt, überleg mal, wie der Typ eigentlich über am Ragen sein muss, wenn der Cell sucht. Aber ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, wenn's, also das ist da, eigentlich kann es kein Cheater sein, weil wenn du kein Cheater bist und es ernsthaft machen willst und die Sachen da verstecken willst, dann tust du das Zelt nicht dahin. Genau, das ist das Erste. Das heißt, es ist ein Cheater, der irgendwie Überfluss hatte oder irgendwie jemand, der irgendwie mit dem Auto unterwegs war und halt ganz viele Waffen irgendwie dabei hatte und einfach die aussortiert hat. Vielleicht hat er irgendwie noch so einen FN-Fall dabei gehabt. Hat sich einfach gedacht, ja komm, soll's halt der Nächste nehmen. Hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, ich hätte ihn irgendwie verbrannt oder so. Ja, nee, aber keine Ahnung. Auf keinen Fall noch jemand anders bekommen. Nee. Warte, ich muss kurz einen Schluck trinken. In real life. So. Also ich wäre ja irgendwie... Auf der Waffe, die ich gerade habe, da ist genau das gleiche Visier drauf wie auf der FS50. Okay. Also ich wäre ja dafür, dass wir komplett Airfield eigentlich nur becrouchen. Wenn man das so sagen kann. Oder? Also was heißt komplett Airfield? Auf jeden Fall die Hangars komplett becrouchen. Also innen drin kann man ja laufen, aber sobald wir draußen sind, eigentlich nur crouchen. Ja. Und ich kann auch gleich kurz ein ganz kleines bisschen laggen, weil gleich spawnen alle Zombies. Alles ist, klar. Ist das Auto jetzt eigentlich auf der Wiese oder ist es jetzt? Keine Ahnung. Aber das Auto aber sieht, ich glaube, das kann man nicht reparieren. Ich würde halt von Hangar zu Hangar würde ich crouchen und sonst eigentlich so gehen halt. Ja, genau. Warte mal kurz, ich habe meinen Days hier die Musik ausmachen. Dieses komische, weißt du was rein? Dieses, wo der mal kommt. Ja. Ja, das habe ich. Ich habe die Musik komplett aus. Ich habe nur die Effekte. Cannot auf fire. Ungefähr 9 Achtel. Lol. Auf 7 Achtel habe ich ungefähr die Effekte. Und dann das Radio habe ich irgendwie auch. Keine Ahnung. Nee, Ahnung, mich nervt nur dieses komische Dom. Ja, das ist voll nervig, das habe ich auch ausgemacht. Geht dir übel auf die Eier. Ich habe mir auch überlegt, ob ich hier beim Daisy Let's Play auch immer im Hintergrund so eine kleine Playlist laufen lassen soll. Ja, aber halt keine Risen-Musik und sowas, aber halt schon so ein bisschen sowas Spannendes, weißt du? Aber halt so diese Musik hier, die geht mir wirklich auf die Eier. Also ich habe die auch schon lange aus.
Das Skyfall passt da übel gut dazu, Alter. Ich muss ja noch einen Dauerschleifen laufen. Skyfall, wir crouchen hier so rum, Alter. Ja, Alter, ich seal der Ober mir gerade. Bin ich eh ein bisschen scheiße, dass diese ganze G-Magie so extrem ist, weil sonst würde ich auch mal sowas im Hintergrund einfach laufen lassen. Warum nicht, weißt du? Nicht die ganze Zeit jetzt, aber... Ganz ehrlich. Mal was von Skrillex oder so. Ganz kurz. Ich muss kurz gucken in dem Auto. Was hier das jetzt ab. Das ist jetzt. Nee, das kann man nicht fahren. Ist da ein Auto? Da wo ich hingucke. Wenn du jetzt von hier rüber guckst, gleich zu diesem Turm. Guck schon hin. Hier, guck mal da drüben. Hier. Siehst du es? Dieses Auto nicht? Nee, ich hab jetzt kein Auto gesehen. Lol, direkt davor steht doch das Auto. Ah, ich keine Ahnung. Oh mein Gott. Alter. Da jetzt eh die ganzen Zombies noch spawnen. Guck mal, da laufen jetzt gerade die ersten raus aus den Charakteren. Oh mein Gott. Aus den Baracken. Und dann können wir trotz Auto checken, ob das jetzt fahrbar ist oder nicht. Aber ich glaube eher nicht. Aber vielleicht liegt ja noch irgendwas daneben. Und, ja. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt in die Hangars rein gleich. Dürfte auf der gleichen Höhe sein, dürfte also kein Umweg rein. Ansonsten gewende ich mich nochmal zurück. Die Zelten holen die Engine Parts. Ja, genau. Das Auto befahrbar ist. Da waren auch Engine Parts drin, genau. Aber ich glaub's weniger, weil dieses Auto steht auch beim Instari Sobor immer rum. Und das ist mein nicht Auto wäre halt echt noch, dann, weil dann wären wir echt. Das wäre eine Krönung, Alter. Dann wären wir die Kingy Kings, Alter. MG. Fall mit Nachtvisier oder was auch immer das ist, Auto. Oh, Night Vision wäre fett, weil auf dem Server dämmert es gerade ein bisschen, wenn du mal in Richtung Sonne guckst, also da wo wir gerade waren, ist geht ja gerade die Sonne unter. Wenn du da hinguckst, dann siehst du, dass dein Bildschirm so ein bisschen dunkel wird. Ja. Das heißt, bis in einer Stunde ist es auf dem Server wahrscheinlich dunkel. Ja, nee, weil das ist ja ein Nachtvisier, das ist meine Waffe halt, glaube ich. Ja, aber du kannst ja nicht ganz nur mit dem Nachtvisier rumlaufen. Ja, schau, bestimmt. Da brauchst du dann schon Night Vision Googles und die findest du halt gerade bei... Naja, Militaries, Dingen, Tier-Loots. Am besten bei einem abgestürzten Penis. Ja. Okay, da fehlt zwar ein Reifen, aber ich glaube nicht, dass du mit dem fahren kannst, mit dem Auto. Ach Mann. Sieht nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Warum steht ein Auto rum? Warum? Ja, zur Attrappe wahrscheinlich. Warum? Weiß nicht, wie stellt da ein Auto hin? Vor der Apokalypse muss es ja immer dahin getan haben. Nee, kannst du nicht, aber ich guck mal aus nochmal, wie irgendwas liegt. Weil ich habe nur 24 FPS, wenn ich auf den Boden gucke. 29, 30. Alter, was geht jetzt ab? Wenn ich zu den Zelten gucke, habe ich wieder zu den da liegt eine Map. Ah ja, genau, hier liegt ab und zu ein bisschen Scheiße rum. Hier liegt ein bisschen eine Map, ne? Dam. Na gut, dann würde ich sagen, erste Baracke ist ja straight auf uns drauf zugedönst hier, ne? Dann wir laufen einfach jetzt so bis zum Dingens. Nein, nicht so. Sondern, ja, genau so. Und dann, ne, komm, ich crouch lieber, ganz ehrlich. Ich habe halt ehrlich gesagt keinen Bock da jetzt groß, bevor ich noch nicht so übertrieben viel Munition habe. Ja, ich habe 100 Munition, okay, aber egal. Okay, der Zombie von links würde sich den Weg kreuzen. Ne, doch nicht, hat gerade abgedreht. Das ist auch gut. Alles klar, dann könnten wir eigentlich direkt straight rüber crouchen. Links zu unserer Seite habe ich jetzt noch nichts gesehen, ein Auto oder Helikopter oder irgendwas Interessantem. Ja, können wir mal gucken dann. Und Zeug ist auch schon gespawnt, ist auch fett. Das ist halt der Scheiß, wenn du mit dem Bus oder hier so lang fährst oder mit dem Auto, ne, weißt du, mit dem Bus, als wir lang gefahren sind, ist halt ein bisschen dreckig, dann spawnt halt das ganze Zeug nicht, weil das spawnt erst, wenn du aussteigst nach einer Weile, ne. Und so, wenn wir halt so